Herzlich willkommen zur Andacht mit Livestream hier in und aus der Markuskirche. Gemeinsam feiern verbindet. Menschen kommen zusammen, hier in Otterkring und an vielen Orten online. Vielleicht sind sie ja nur einen einzigen Häuserblock entfernt oder viele hundert Kilometer. Manche kennen sich hier in Otterkring in unserer Gemeinde untereinander, manche auch nicht so gut. Und die meisten, die online mitfeiern, werden sich wohl nicht kennen. Bleiben anonym und doch haben wir alle etwas gemeinsam. Wir glauben an den einen Gott, wir glauben an seine Liebe und leben seinen Segen. Wir freuen uns, dass Sie alle heute mit uns feiern. Seit einigen Andachten twittern wir ja nicht mehr den ganzen Text hinaus, sondern nur mehr einzelne Sätze. Einzelne Tweets erreichen Sie, einer aus dem Gebet und einer aus der Predigt, einer aus dem Segen. Aber Sie haben nach wie vor, und ich sehe, jemand hat es schon genützt, herzlich willkommen, die Möglichkeit, uns hereinzutwittern. Gebete zum Beispiel nach der Predigt, bei der Musik nach der Predigt. Oder jetzt am Anfang einen Willkommensgruß. Wir nehmen alle Gebete natürlich in unsere Fürbitte auf und auch wird es im Gebetbuch seinen Platz finden. Unser Predigtgast heute ist Pfarrer Dr. Volker Kiweler aus unserer Nachbarpfarrgemeinde, aus der Kreuzkirche in Wien-Hietzing. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir feiern gemeinsam hier in Otterkring und überall vor ihren Computern. Im Namen des einen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gemeinsam feiern, das ist eine ganz wichtige Sache. In allen Kulturen und in allen Religionen, in allen Familien, falls sie nicht total zerstritten sind, wird gemeinsam gefeiert. Feiern bringt eine Unterbrechung zum Alltag. Der Gottesdienst zum Beispiel am Sonntag markiert eigentlich den Wochenbeginn. Noch bis in die 60er Jahre, habe ich mir erzählen lassen, waren viele Kalender ja so gedruckt, dass der Sonntag der erste Tag der Woche war. Aber das nur so nebenbei. Eine Zäsur durchs Feiern ist wichtig für unser aller Leben. So wie heute gemeinsam Andacht feiern. Es ist wieder der erste Samstag im Monat. Neues liegt vor uns. Neues feiern, besonders bedenken, Gott in unserer Mitte bitten, das sind alles Aspekte von großen Feiern, wie zum Beispiel einer Hochzeit. Die Liebe feiern, um den Segen bitten, was für ein rauschendes Fest. Wein, Weib und Gesang, heißt es doch oft. Luther hat es noch ein wenig anders gesagt, aber dazu etwas später. Feiern auch wir heute miteinander. Lassen Sie sich einladen zu einem Fest für unser Leben. Um Danke zu sagen, um zu bitten, um zu staunen über das Leben und sich zu erfreuen, dass wir hier auf Erden einfach sein dürfen. Bevor die Sonne sinkt, will ich den Tag bedenken, heißt das erste Lied. Vielleicht eine Möglichkeit für uns alle, über den heutigen Tag nachzudenken. Über die guten Seiten, aber auch über die schwierigen vom heutigen Tag. Bevor die Sonne sinkt, finden Sie im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 491. Dann können Sie mitsingen. Oder wenn Sie kein Gesangbuch zu Hause haben, können Sie auch auf der Homepage den Text anklicken, mitlesen, mitsingen.
Lasst uns gemeinsam singen, bevor die Sonne sinkt. Betet mit mir. Gott, du Schöpfer des Lebens, immer wieder schaue ich auf diese Welt, auf mein Leben und bin erstaunt. Es gibt so viel Schönes, so atemberaubend Schönes auf unserer Erde, in unserem Leben. Und gleichzeitig gibt es Hässlichkeit auf deiner Welt, in unserem Leben. Manches in unserem Leben ist falsch, manches falsch gelaufen, manches vielleicht einfach nur ungerecht. In dieser Spannung steht jedes Leben. Mit dieser Erfahrung kommen wir zu dir, guter Gott. Gerne danken wir für die guten Erfahrungen. Danke, guter Gott. Eher unangenehm ist es uns, um Vergebung zu bitten für so manches, dessen Ursache wir sind. Guter Gott, vergib. Bitten ist oft eine schwierige Sache, gerade wenn es um uns selber geht. Leichter ist es, für andere zu bitten. Wir bitten dich, guter Gott, für uns und unsere Nächsten. Amen. Die Hochzeit zu Kana. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesu aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's mich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße.
Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser und füllt sie bis oben. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt dem Speisemeister, und sie brachten es ihm. Als der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten? Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben nicht lange da. Liebe Gemeinde, die Hochzeit zu Kana stellt den Anfang des Wirkens Jesu in der Öffentlichkeit nach dem Johannesevangelium dar. Diese Hochzeit zu Kana ist etwas Besonderes, ein Fest, das die Menschen freudig macht, das ihre Herzen erwärmt und sie fröhlich werden lässt. Gleich drei Orte heute in Galiläa beanspruchen, dieses alte Kana zu sein. Wohl deswegen, weil dieses Fest am Anfang des Johannesevangeliums zeigt, wie wichtig Freude, in dem Fall eine Hochzeit, die hohe Zeit ist. In der Zerrissenheit der Region und des gesamten Nahen Ostens wird uns verständlich, dass die Menschen sich nach Glück und Freude sehnen. Zerrissen war auch das Zeitalter Martin Luthers. Eine Fülle von Kriegen war Alltäglichkeit mit Türken und Franzosen, aber auch Bürgerkriegen wie die Bauernkriege oder die Reichsritteraufstände und vieles mehr. Martin Luther war Zeit seines Lebens mit dem Tod durch Reichsacht und Exkommunikation bedroht, und bereits ein Jahr nach seinem Tod stürmten spanische Söldner Wittenberg. So ist es verständlich, dass dieser Mann, Martin Luther, das Leben wert und hochachtete und den Satz sprach: Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr ein Leben lang. Merten von Kleve gibt uns hier einen Einblick, was es bedeutet, in einer Zeit des Todes Freude zu haben, Freude durch die Begegnung mit Menschen, Freude aber auch mit dem Evangelium und der Musik. Freude lässt unser Herz warm werden und uns über diese Depression der Zeit hinwegkommen. Zerrissen ist auch unsere Zeit. Nicht nur, dass es eine Fülle von Kriegen wiederum in diesem Land und im Nahen Osten gibt und an den Rändern Europas, sondern dass die Menschen heute hier in diesem Land angesichts des dramatischen Fortschritts und der doch großen Herausforderung durch die Globalisierung spüren: Wir kommen unter die Räder.
Existenzängste. Ja, Depressionen breiten sich aus, erfassen die Menschen, lähmen sie und ihre Kräfte lassen nach. Da, wo Engagement und Optimismus und Freude notwendig wären, ist nur noch Dunkelheit da. Es fällt schwer, das Gute und Schöne zu sehen und die Freude ins Leben hineinzulassen. Aber wir leben nicht in einem armen Land, sondern einem Land, wo doch vieles da ist. Warum dann diese Freudlosigkeit? Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang. Der lässt keine Freude mehr in sein Herz. Sein Sorgen, sein Mühen, sein Kämpfen hat ihn schon längst seelisch aufgezehrt. Wir alle kennen das, wenn uns morgens, wenn wir aufstehen sollten, bereits Müdigkeit und Traurigkeit erfasst und damit jeder Tag schon von Anbeginn an zu Last wird. Wenn Jesus Christus aus Wasser guten, ja sehr guten Wein machte, heißt das, er schafft Freude für die Menschen, für uns, lässt diese Freude weiterwirken. Wir brauchen sie nur aufgreifen und in unser Leben hineinlassen und merken dann, dass die Dinge des Arbeiten und Mühens an die richtigen Stellen wieder rückt und wir frei werden. Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang, sagt Martin Luther. Und er ließ in sein Leben Jesus Christus hinein. Tun wir das. Und damit lassen wir die Freude hinein. Und wir sind nicht nur frei, sondern befreit zum Leben und zu dem, was vor uns liegt, heute, in den kommenden Tagen und Wochen. Amen.
Betet mit uns. Betet mit Worten, die ganz unterschiedliche Menschen in das Gebetbuch, das normal beim Eingang aufliegt, bei unserer Kirche eingeschrieben haben oder die ins Online-Gebetbuch auf unserer Homepage eingetragen wurden oder die direkt jetzt per Twitter in die Andacht geschickt werden. Betet mit uns. Menschen sagen, ich suche und finde nicht Gott. Lass mich nicht endlos suchen. Herr unser Gott, du bist gegenwärtig im Evangelium, das Martin Luther uns aufgezeigt hat. Im Wort von Jesus Christus, in den Worten der Propheten und der Weisen. Du bist aber auch gegenwärtig im Sakrament des heiligen Abendmahls, in der Gemeinschaft, da wo Menschen zusammenkommen. Da können wir dich finden, gemeinsam mit ihnen zu dir kommen. Denn du nimmst uns dann an die Hand und führst uns zu dir. Herr, schenke mir die Kraft, das Leben wieder aufs Neue kennenzulernen und es zu genießen. Danke. Menschen sagen, lieber Gott, das Leben ist ein Chaos, schenk keine Wege. Ja, in der Tat, so ist unser gegenwärtiges Leben über weite Strecken ein Chaos. Es ist dann ein Chaos, wenn wir keine Perspektiven haben, wenn wir nicht mehr wissen, wo ist unser Ziel, wenn die vielen kleinen Ziele des Lebens täglich scheitern oder ins Chaos und in die Sackgassen führen. Du zeigst uns in Jesus Christus, in seinem Evangelium, was möglich ist und wie wir auch in diesem Chaos auf der Spur des Lebens bleiben können. Guter Gott, wir beten zu dir für die Menschen in der Ukraine, ob im Westen oder Osten. Lass ihr Land Frieden finden. Ein Mensch schrieb, als Mitglied der katholischen Kirche möchte ich darum bitten, dass die Menschen und Würdenträger der christlichen Konfessionen einander mit Wertschätzung und Respekt begegnen und so den Angehörigen anderer Religionen ein gutes, ein besseres Beispiel geben als bisher. Gib besonders den bedrängten Christen in den Krisengebieten die Kraft, zu ihrem Glauben, zu ihrer Überzeugung zu stehen, damit sie für dich, Herr, Zeugnis geben. Du hast deinen Sohn gesandt, um alle Menschen zu retten. Ja, in der Tat, du bist unser Gott. Du kannst uns frei machen und uns, andere Menschen, in ihren guten Seiten sehen lassen. Aber es ist oft auch Dunkles. Und das ist die Herausforderung, inmitten der Bedrängnis, die gerade Christen in diesen Stunden im Nahen Osten erleben, an das Gute zu glauben. Du bist das Gute. Du bist das Gute, du bist das Heil der Menschen, indem du uns zeigst, dass Gewalt wieder zu neuen Gewalt, Demütigung wieder zu neuen Demütigungen führen. So zeig uns und allen anderen Menschen, dass nur das Gespräch zwischen den Konfessionen, Religionen und Kulturen einen Sinn hat, wenn wir gemeinsam eine Zukunft haben wollen. Guter Gott, wir rufen zu dir für alle Menschen auf dieser Erde, die an Ebola leiden, für die Helferinnen und Helfer, die gegen diese Not ankämpfen. Erhöre ihr Flehen. Ein Mensch schreibt, Herr, lass immer mehr Menschen die Freude erfahren, die du uns durch deine frohe Botschaft schenken willst.
Wir wollen doch als Christen vor allem durch unser Leben Boten Engels deines Heils sein. Ja, Freude. Freude ist ganz wichtig. Freude an den kleinen und großen Dingen des Lebens, wie sie Martin Luther und viele andere gesehen haben. Aber oft ist diese Freude verloren gegangen, in Tristesse und Traurigkeit umgeschlagen. Nur du allein vermagst uns aus dem Gefängnis unseres eigenen Ichs zu befreien, herauszuführen zu dieser Freude. Hilf uns und lass uns deine Freude sehen und sie in unserem Herzen spüren. Guter Gott, wir bitten für die Mächtigen dieser Erde. Lass sie Entscheidungen treffen, welche wohltuend sind für die Menschen in ihrem Einflussgebiet. Ein Mensch schreibt: Lieber Gott, danke, dass du uns immer wieder begleitest und für uns da bist. Plötzlich spüre ich Freude und weiß nicht warum. Es ist mir nicht viel in dieser Woche gelungen und doch ich spüre Freude. Freude an meinem Leben, an meinem Dasein, an dem, was um mich herum ist, an meiner Familie, an den Menschen, an all das, was so wunderbar ist, dass ich fast nicht mehr zu sehen vermochte. Freude, ja, Freude in dieser Welt. Schenke sie uns, Herr, jetzt und morgen und immerdar. Guter Gott, zu dir kommen wir mit unseren ganz privaten Sorgen, die unser Herz belasten und uns das Gute so schwer sehen lassen. Schenke uns Erleichterung und Frieden. Herr, unser Gott, Menschen unterliegen schweren Prüfungen, insbesondere dann, wenn ein geliebter Mann oder gar das Kind an Krebs erkranken. Die Erde tut sich auf, Dämonen stürzen heraus und nehmen uns unsere Kraft. Dann tritt alles andere zurück. Und doch auch hier sind wir nicht allein. Jesus Christus geht uns auch durch diese Abschnitte des Lebens und auch unseres eigenen Lebens immer voraus. Der Sinn des Evangeliums ist zu zeigen, was ist das Leben in seinen Höhen und seinen Tiefen? Was können wir erwarten? Und wo bist du? Auch in dem Dunkel der Welt kann Freude in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus sein. Guter Gott, wir bitten für unsere Gemeinde, deine Kirche. Lass sie Orte sein, wo Menschen dich finden, wo sie Mensch sein dürfen und deine Liebe erfahren. Gemeinsam legen wir alles das, was uns am Herzen liegt, in das eine Gebet, das uns Jesus Christus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Leben sei ein Fest. Sie finden den Text und die Noten auf der Homepage zum Mitlesen und Mitsingen. Thank you.
Seht eure Hände an. Seht die Zärtlichkeit, die in ihnen liegen. Sie sind Gottes Geschenk für diese Welt. Seht eure Füße. Seht den Weg, den sie gehen sollen. Sie sind Gottes Geschenk für diese Welt. Seht eure Herzen. Seht das Feuer und die Liebe in ihnen. Sie sind Gottes Geschenk für diese Welt. Seht das Kreuz. Seht Gottes Sohn und unseren Heiland. Er ist Gottes Geschenk für diese Welt. Er ist Gottes Welt. Und wir werden für Gott und die Welt da sein. Gott segne dich und behüte dich. Gott sorge für dich. Gott bewahre dich. Gott erfülle dein Leben mit Liebe. Möge Gottes Herzlichkeit aus unserem Herzen strahlen und Christi Frieden durch jeden Tag hindurchscheinen, bis seine Welt da ist. Amen. Die heutige Kollekte, die wir heute erbitten, ist für die Arbeit in unserer Gemeinde. Einen herzlichen Dank für alle Gaben. Auch Sie von Ihren Computern haben natürlich die Möglichkeit, uns via PayPal oder der klassischen Überweisung, die es ja auch noch gibt, eine Spende zukommen zu lassen. Für alles sehr herzlich gedankt. Die nächste Andacht mit Livestream wird natürlich wieder am ersten Samstag im Monat, am 1. November um 19 Uhr hier in der Markuskirche in Wien gefeiert. Zu Gast wird Pfarrer Hans-Christian Kranas sein. Schön, wenn auch Sie wieder mit dabei sind. Wir freuen uns auf ein Miteinander feiern. Auf Wiedersehen in der Markuskirche.